Und das Match hat gerade vor wenigen Sekunden, konnte ja erst gar nicht mit nach China fahren. Und jetzt sind vor diesem Achtelfinale auch noch Bastian Stegen, Guangzhou im Spiel gegen die Slowakei zugezogen hat. Ein Spiel für Deutschland. Jörg Roßkopf, der international schon ausgemustert worden war, breit aufspielt nach dem Motto, wir haben hier nichts zu verlieren. 5:3. Der internationale Vergleich zwischen den beiden. Aber Schlager. Ja, der Rossi Rückhand. Den Gruppensieg verspielt und damit die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale. Und Roßkopf konnte nichts mehr machen. Schade, Jörg Roßkopf. Drei Satzbälle im ersten nicht genutzt. So knapp gewonnen mit 13:11. Nachdem Roßkopf drei Satzbälle nicht hatte nutzen können, dass der Schlager die Bälle gut verteilen muss. Roßkopf ist der Spieler, der im passiven Spiel ganz... ist noch in seinem Visier vielleicht. 3 bzw. 4 Jahre her. Semifinals, am anderen Treffen jetzt parallel Russland und im Januar da haben wir Endrunde einer Weltmeisterschaft. Niederlage gegen die Slowakei. Zwischen diesen beiden alten Recken. Wenn der Satz jetzt auch wegginge, dann würde es sicherlich ganz, ganz schwierig werden. Und nochmal. Kantenball von Jörg Roßkopf, aber da deutlich stärker als noch im ersten Spiel des heutigen Tages. Da dagegen den Slowaken Michael Bardon, letztlich Bastian Steger in dem Spiel gegen die Slowakei und einige Stunden später in den Satz hineinzukommen. Gedrückt. Chen Wai Xing und Ovtcharov gegen Schlager. Geändert. Viertelfinale angelangt und es geht gegen Rumänien, das ja gestern im Achtelfinale die deutschen Frauen ausgeschaltet hat. 2:1. Christian Süß ausgefallen. 2 Satzrückstand. Auf der Bank. Der den jüngeren, aber besseren ins... herbeizuführen. Knapp zurückgelegen hat er meisten. 8:9 aus der Sicht des aufschlagenden Werner Schlager. Dass man den jungen Baum mitnehmen wollte von Anfang an. Da kommt auch nicht mehr so
allzu viel in Deutschland. Da ist Jörg Roßkopf schon einer, der einen Platz beantragt. Die Rumänin, die gestern Matchwinnerin gegen Deutschland war, nimmt der Nummer 1 der Welt. Verhältnismäßig passiven Spiel wahrscheinlich nicht gewinnen wird. Da rauskommt. Kurz und so lang, dass man doch ziehen kann. Die Matchbälle für Werner Schlager, der 2-5 zurückgelegen hat in diesem Entscheidungssatz. Und jetzt mit 10 in diesem Entscheidungssatz. Und dann lief nichts, aber auch gar nichts mehr zusammen. Schade, schade, schade. Das hätte der Beginn eines wunderbaren Tischtennismärchens attestieren gegen den Mann, der vor kurzem noch ganz Europa aufgemischt hat, das European Top 12 gewonnen hat. Und jetzt ist der junge